Hi, ihr erwischt mich gerade jetzt hier beim Vorbereiten meiner U-Posen-Montagen. Ich habe jetzt die Steine alle soweit vorbereitet, sowohl Absenksteine als auch die Steine direkt zum Anbinden von meiner Reißleine. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch wieder zwei neue Produkte vorstellen, die jetzt im Herbst 2019 auf den Markt kommen. Im Zusammenhang mit diesen Produkten steht der Umwelt- und der Naturschutz. Ist ein ganz wichtiges Thema für uns Angler. Ich selber erwische mich immer wieder, wenn ich diverse Angelmaterialien mit ans Wasser schleppe, dass ich dort vor Ort einen Haufen Müll erzeuge. Der Müll wandert natürlich während des Gebrauchs oder Verbrauchs der Materialien in meine Mülltüte und verlässt später wieder den Angelplatz, wenn ich diesen auch verlasse. Aber ich erzeuge vor und während dem Angeln einen Haufen Müll in Form von verschiedenen Plastikverpackungsmaterialien meistens. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ein ganz wichtiges Hilfsmittel, ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe meinen Stein hier mit einer verrottbaren, sich im Wasser auflösenden Sisalschnur gebunden, sind diese ganzen Schnüre, die wir Angler brauchen, um unsere Bojen zu setzen, um unsere Montagen an Bäume zu binden, um unsere Steine zu fixieren, um Absenksteine vorzubereiten. Und auch ich selbst bin da kein Kind von Traurigkeit. In der Vergangenheit habe ich auch öfters mal, wenn es schnell gehen musste, einen Kabelbinder benutzt, eine alte Waller-Hauptschnur benutzt. Aber auch ich gelobe hier besser. Und aus diesem Grund möchten wir dem Welsangler eine umweltfreundliche Möglichkeit bieten, eine verrottbare Schnur, die er bei all seinen Montagen, wo er auf Fremdschnüre angewiesen ist, Steinmontage, Bojenmontage, irgendwas in die Bäume reinbinden, für den Einsatz am Wasser zu benutzen. Diese biologisch abbaubare Sisalschnur löst sich nach dem Gebrauch, also wenn ihr mit dem Angeln fertig seid oder wenn ihr einen Biss bekommt und eure Steine zurück im Wasser bleiben, vollständig im Wasser auf, ohne dabei Müll zu verursachen. Die umweltfreundliche Sisalschnur ist auf einer starken Papprolle aufgewickelt, die sich auch nicht gleich auflöst, wenn dieses Bündel hier mal nass werden sollte. Es sind 100 Meter Schnur enthalten und die Schnur hat eine Stärke von 2 mm. Also das ist schon eine ordentliche Stärke, um problemlos auch größere Steine oder Montagen auf weiteren Entfernungen in die Bäume spannen zu können. Unsere Stone Rig Line ist keine riesige Innovation oder Neuerfindung, aber meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Produkt, wie wir Welsangler dem Umweltschutz ein bisschen unterstützen können bei unserem Tun und Handeln am Wasser. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Auch ein Produkt, was alle Welsangler benutzen und dabei auch einen Haufen Müll erzeugen. Knicklichter. Braucht ihr für Bojen, braucht ihr für Schwimmer, braucht ihr für eure Glocken, braucht jeder beim Nachtangeln, nicht nur Welsangler, eigentlich alle Angler, die nachts unterwegs sind. Die ganzen Knicklichter sind ihr in so einer Verpackung drin, dann holt ihr eure Knicklichter raus, die ihr benötigt und dann bleibt das hier übrig. Das wandert natürlich im besten Fall in den Müllsack und im schlimmsten Fall irgendwo ans Ufer. Sowas ist scheiße, kann man ja hier mal sagen. Ich hatte eine ganz coole Idee, ich esse jetzt erstmal ein Kaugummi. Ich liebe Kaugummis. Ich habe Kaugummis immer bei Angeln dabei. Sind lecker, beruhigen ein bisschen die Nerven und sorgen natürlich für frischen Atem, wenn man mal morgens das Zähneputzen vergisst. Aber irgendwann ist diese Packung leer. Und dann kam ich auf die Idee, ich könnte doch in diese Kaugummi-Packung hier, die ist ja relativ wasserdicht verschließbar, gut verschließbar gegen Dreck und Sand irgendwas, passt in jede Angeltasche oder sogar in die Jackentasche. Ich könnte doch in diese Packung hier, wenn sie leer ist, wichtige Utensilien drin verstauen, die man beim Angeln dauernd braucht. Wie zum Beispiel Knicklichter, Gummis, um Köderfische zu stoppen, Wirbelverbinder für die Reißleine, alles Mögliche, was man so an kleinen Dingen braucht beim permanenten Einsatz beim Welsangeln. Diese Dose hier kann ich ins Boot schmeißen oder in eine Angeltasche legen, also nimmt keinen Platz weg und ist leicht auffindbar. Und aus diesem Grund haben wir das Cat Light Depot für euch entwickelt. Gleiche Dose, mal zum Vergleich, exakt gleiche Dose, nur ein anderer Inhalt. Hier sind 45 extrem leuchtstarke Knicklichter ohne Verpackung enthalten.
schöner verschließbarer Deckel. Knicklichter habt ihr immer griffbereit, könnt ihr euch rausholen. Alle, die ihr braucht, an die Angel machen, wieder verschließen. 45 Stück, umweltfreundlich verpackt in einer Dose, die ihr nach dem Verbrauch der Knicklichter, 45 Knicklichter, könnt ihr mal kurz rechnen, 2 Knicklichter pro Nacht, 10 Nächte durchangeln sind 20 Knicklichter, 20 Nächte durchangeln sind 40 Knicklichter, dann habt ihr immer noch 5 übrig. Also hier habt ihr auf jeden Fall, manche Wallerangler wahrscheinlich sogar, einen Jahresvorrat drin. Und wenn diese Dose leer ist, könnt ihr die für andere nützliche Dinge verwenden. Geile Sache, ihr habt auf jeden Fall nicht mehr diesen blöden Müll und spart einen Haufen Geld. Ihr könnt gerne im Angelladen vergleichen. Der Preis hier wird richtig interessant, will ich dir noch nicht zu viel verraten, weil ich den Händlern hier nicht vorweggreifen will. Aber ich glaube, so eine Verpackung einzeln im Angelladen kostet bestimmt 80 Cent, manche nehmen sogar 1 Euro für diese einzelnen Knicklichter. Und hier seid ihr richtig gut dabei, habt keinen Müll, habt immer genug Knicklichter im Vorrat und habt, wenn sie aufgebraucht sind, eine geile Dose für alle möglichen Angelutensilien beim Welsangeln. Jetzt bald bei eurem Fachhändler das Knicklichtdepot, mega umweltfreundliche Lösung und unsere neue Stone Line.